Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von, von Fallout 4. Ist das denn schon so langweilig? Mensch, ich habe doch noch gar nicht angefangen zu reden und du findest es schon langweilig. Also das ist ja unglaublich. Wir sind hier immer noch in diesem Bunker, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also auf diesem Schrottplatz der Roboter. Und waren hier letztes Mal relativ gut fündig geworden. Der Hund ist ganz gut gefüllt mit Sachen und ihr seht, er hat jetzt so ein Halstuch an. Vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren. Man kann tatsächlich dem Hundi die... Psst. 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 Du. Hey, willst du ein E kaufen? Also, man kann tatsächlich dem Hund die verschiedensten Sachen irgendwie anziehen. Ich weiß jetzt nicht, womit es noch geht. Also das Halstuch auf jeden Fall mit T. Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Also die Steuerung in diesem Game, ich bleib dabei... Geht besser. Das können die auch besser. Das ist das Schlimme an der Sache. Naja, gut. Wir haben hier noch ein Terminal, den wir noch nicht bisher untersucht hatten. Und das, ja, auch wenn du es langweilig findest. Roboterentsorgung Ost. US-Roboterentsorgung. Die sichere Art der Entsorgung für ihre Roboter seit 2053. Ja, Band abspielen. Lieferprotokoll, Mitarbeiternotizen. Ich mach mal kurz Lieferprotokoll. Protektons, alle außer Dienst gestellten Wachen, bla bla bla, 27 Defekte. Handys. Was? Hör nicht auf. Ach, Mr. Handys. Defekte Mr. Handys. Hör nicht auf zu reden. Ja, klar. Alle Gliedmaßen fehlen. Das sind also dann die verschiedensten. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Mitarbeiternotizen. Dylan und Mike haben sich hier scheinbar mehr oder weniger unterhalten. Komisch, noch mehr dieser Protektrons ohne Arme und Beine. Wie kann einem das bei der Produktion nicht auffallen? Lassen sich die Roboter von anderen Robotern bauen? Beängstigender Gedanke. Okay, Mike. Ah, das... Man muss warten, bis es aufgebaut ist. Es tut mir leid, es nervt, aber es ist so. Roboter, die Roboter herstellen. Oh Mann, wir haben letztens diese Augenbots bekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht sau gemein? Das ist ja ganz schön arg. Oh Gott. Aber die können die Wortwitze fast genauso gut wie ich mit arg. Also, ne? So, warte mal wieder ab, bis alles aufgebaut ist. Nerv. Nochmal, Mike. Sie haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen Sie die Dinger einfach weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Gute Idee bestimmt, Wachbots zum Rasenmähen zu nehmen. Noch mehr dieser Protektrons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die die Dinger auch reinbekommen. Da hat jemand mächtig Mist gebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme dran zu montieren. Kommt nochmal Dylan. Irgendwelche komischen Typen, ganz in Schwarz, haben eben einen Wachbot abgeliefert. Wir wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof... Was? Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Also, ich habe in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen. Aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Mike... Das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Holobänder nicht an. Wenn die Typen das hier abladen, hatten sie sicher einen guten Grund dafür. Und du solltest dich nicht in diese Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Also dieser... dieser Wachroboter. Jetzt kann ich hier Band abspielen, ob das das Holoband ist, was da erwähnt ist. Dieser Wachroboter, ist das dieses Gefährt da draußen? Was wir in der letzten Folge gesehen haben, als wir hier rein sind. Dieser Riesenroboter. Band abspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Ferngesteuerter USAF Watch Prototyp MK4. Dieser von Zensiert, in Auftrag gegebene und von Zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma Zensiert oder das entsprechende oder den was? Oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Wachbot aktivieren.
Information. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen, Todesfälle und so weiter und so weiter. Falls Sie kein Mitglied oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototyps leugnen. Ein Wachroboter einfach so zu aktivieren, ich... Das ist 100 Pro, dieses Ding da unten. Oh, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Ich mache auf jeden Fall mal einen Spielstand. Bin zu neugierig, es tut mir leid, ich will wissen, was passiert. Also dann. Band abspielen. Wachbot aktivieren. Na komm. Hierdurch werden der Kampfwächter-Prototyp MK4 und alle zurzeit geladenen Systeme gebootet. Warnung, dieser Kampfwächter-Bot ist ein Prototyp. Es wird nachträglich empfohlen, alle Tests zu einem abgeschlossenen Bereich, in einen abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototyp-Systeme, Code Schießmich, ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz fortführen. Holoband auswerfen. Ja. Ach du Scheiße, hört ihr das? Ich hab ja eine Pistole. Alter, das Ding ist wirklich an. Holoband. Moment, diverses. Holoband zum Kampfwächter-Prototyp. Wir schauen mal kurz, wenn ich das jetzt hier reinlese. Ja. Selbstzerstörung einleiten. Wachbot deaktivieren. Verteidigungsprotokoll aktivieren. Informationen. Wahrscheinlich, das sind aber die Informationen, die ich hatte, oder? Ja. Ich kann ihn wieder deaktivieren. Ich kann das Verteidigungsprotokoll aktivieren. Alter. Ich habe übrigens ein Level Up, das sehe ich auch gerade. Alter. Okay, reden ist nicht so. Soll ich das Verteidigungsprotokoll aktivieren? Und wenn ich das aktiviere, was passiert dann? Okay, also folgendes mache ich. Ich werde den jetzt erstmal wieder deaktivieren. Ich kann mir gut vorstellen, Fehler beim Verarbeiten der Anfrage? Nicht doch. Verteidigungsprotokoll aktivieren, Wachbot. Hey, das funktioniert gut. Hey, ich muss weg. Das funktioniert voll gut. Jetzt habe ich diesen scheiß Bot aktiviert und kriege ihn nicht mehr aus. Ach, so muss das sein. Ja, wir wollten... können wir eigentlich auch da lang kommen? Wir wollten ja noch rüber.
Ich ignoriere das jetzt wirklich. Ich hoffe, der wird einfach da bleiben. Solange der nicht irgendwie das Verteilungsprotokoll aktiviert hat und dann weiß ich, was macht. Wir wollten hier zur Satellitenstation rüber. Zur Radarstation. Da will ich auch definitiv hin, aber vorher würde ich nochmal so einen kurzen Abstecher nach Hause machen. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sind wir doch bei, bei Concorde, oder? Natürlich mit diesem Nebel. Alter, hier ist ein... Hier ist irgendwas abgeschmiert. Wir sind nicht bei Concorde. Fucking, wo sind wir? Ich habe eine neue Aufnahmesession, muss man dazu wissen. Und so ganz habe ich daher nicht mehr in Erinnerung, wo ich eigentlich lang gelaufen bin. Nebel und Nacht. Was läuft da vorne? Ein Brahmin? Oder eine Hirschkuh? Ich erkenne es nicht genau. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Alter, what? Ah, du! Mann, hey. Mann! Kronkorken. Immerhin, hat sich gelohnt. Hier ist eine... Hier ist ein... Aha. Eine Powerrüstung, eine weitere. Das da unten ist aber doch ein anderes Bein als linker Arm, rechter Arm. Moment, wir schauen uns das mal an. Das ist doch ein anderes Bein, oder? Nee, das fehlt. Okay. Ich könnte jetzt mit dem Fusionskern dieses Ding auch einfach in Bewegung setzen. Moment. Ich habe das doch jetzt alles mitgenommen. Warum ist denn das jetzt... Dogmeat, verstehst du das? Oder ist die... Moment. Ach, das ist die Powerrüstung? Ich... Aha. Ich glaube, ich kann die Powerrüstung nur am... Ich kann jetzt nicht die Einzelteile mitnehmen und die... Mann! Oh. Wer wird denn da gleich einen Kopf verlieren? Das, So. Also gut, ich werde dann wohl hier die Sachen transferieren müssen. Ich dachte, ich könnte jetzt die so in Einzelteilen mitnehmen und dann wieder aufbauen. Aber es sieht wohl so aus, als wären wir die... Ach, es hilft ja nichts. Dann komm, rinn damit. Ich wollte den Fusionskern ehrlich gesagt jetzt nicht dafür in Anführungszeichen verschwenden. Nee, oder folgendes. Entschuldigung, dieses Hin und Her wieder, es tut mir leid. Aber ich bin so überlegen, wie ich das jetzt geschickt mache. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz noch hier die Gegend erkunden. Und dann nehmen wir die Rüstung mit und machen uns nach Hause, mehr oder weniger. Kaliber 50, Schrotpatrone, 45er Patrone. Das ist doch alles optimal hier. Da ist schon wieder so ein Vieh. Hier sind noch einige Kisten. Und was haben wir hier? Leuchtender Pilz. Die kennen wir schon. Patrone. Na. A-Klammer und Radex. Sehr gut. Hier in der Kiste ist nichts mehr. Schade, das Geschütz. Das Geschütz fehlt, also so eine weitere Minigun haben wir leider nicht. Irgendein Hinweis? Irgendein sonstiger hier? Nein. Auch nichts. Aber das ist cool, so Absturzstellen, das ist schon sehr, sorgt schon sehr für Stimmung hier. Doggy? Ey! Hey! Pass mal auf. Du kannst doch hier bestimmt was suchen. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Und zwar... egal.
Irgendwas Schönes. Gibt's hier noch was? Hat nichts gefunden. Oh. Wie er dann so guckt, tut mir leid. Muss dir nicht leid tun. Ich habe ja auch nichts mehr gefunden. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns da mal rein. Ich hoffe, ich finde den Weg auf dem... Also zumindest den kürzesten Weg, sagen wir es mal so, zurück. Das wäre schon echt praktisch. Aber wie gesagt, hier im Dunkeln und Nebel. Ihr kennt meinen Orientierungssinn. Schauen wir mal. Schauen wir mal, also so grob die Richtung müsste sein, aber ich würde dann doch versuchen, der Straße entlang zu folgen. Und wir haben immerhin 100% bei der Energie. Oben ist die Radarstation. Wo bin ich hier? Die Radarstation besuchen wir gleich. Wie gesagt, ich will erstmal die wichtigen Sachen dann ablegen. Dickichtausgrabungen habe ich entdeckt. Ich habe sowieso noch eine Mission hier bei Ten Pines Bluff, aber ich muss in die andere Richtung. Wenn ich jetzt ganz außen rumlaufe... Warte mal, wir können doch auch nach Sanctuary mit der Schnellreise. Dickichtausgrabung, Roboterentsorgungsgelände, Concord, Museum der Freiheit. Wir machen uns mal nach Sanctuary. Schnell zum ausgewählten Ort reisen. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Diese Schnellreise, machen wir sie mal. Ich kenne es selbst noch nicht so genau. Für jede von dir gesammelte Ausgabe von Schlosszuhaltung heute vergrößert sich der korrekte Bereich beim Schlossknacken. Davon hätte ich gerne ein paar. Ja, das ist die Zeitschrift für den Einbrecher von morgen. So, und jetzt haben wir sagenhafterweise zwei dieser Power-Rüstungen. Ich bin verwirrt. Mache ich da nur mit? Das scheinen ja auch dieselben zu sein. Das ist die T45. Sing hier nicht rum. Oh. Psst. Die schlafen. Wir müssen leise sein. Die singen und schlafen. Das ist sehr toll. Ja, das ist auch T45. Okay, was ich mich jetzt frage... Bin ich das, der da pfeift? Ja, der kann sehr gut pfeifen. Ich will nur mal gucken, ich habe doch diese... Vault-Tech-Lackierung. Ist es die am Ende oder nee, die Hot-Rod-Flammenbemalung? Tatsache. Modifizieren. Hot-Rod-Flammenbemalung benötigt nichts. Vault-Tech-Lackierung benötigt hingegen sehr viel. Machen wir die Hot-Rod-Flammenbemalung. Wir haben das ja bekommen beim Schrottplatz. Diese Zeitschrift, da hat uns quasi gezeigt, wie es geht. Okay. Tab zurück. Tab zurück. Torso. Ich bin mal gespannt. Modifizieren ist wieder E. Dann wieder hier. Dann zack. Und anfertigen. Tab zurück. Zurück. Flammenhelm. Rechtes Bein machen wir auch mal. Modifizieren. Unbehandelt. Flammenbemalung. Enter. Ich spare es mir, mich über die Steuerung aufzuregen. Das bringt eh nichts. So.
Und dann noch den Arm. Immerhin sieht man es, das ist gut, welche Teile wie gefärbt sind. So. Enter verlassen. Ja. Gut. Ja, ist rot, ne? Aber besser als dieser Schrotthaufen. Da stimme ich zu. Wir machen mal Folgendes. Ich hätte es ganz gern wieder hell. Dann können wir, obwohl, komm, wir nutzen den Tag. Ich muss nur. Ach komm, wir schlafen auch mal 2, 3 Stündchen. Ach du, Hey. warst du in meinem Bett? Wir haben 4:57 Uhr. Kommen wir wenigstens mal 3 Stündchen machen wir mal. So. Fühlt sich gut ausgeruht. Das ist schön. Und dann würde ich jetzt hier nämlich vorschlagen, wir bauen uns mal 2, 3 Schränke auf. Auch wenn das hier alles noch sehr rudimentär ist. Wir bauen uns mal 2, 3 Schränke auf. Wir latschen mal die Häuser ab. Irgendwo sind bestimmt noch brauchbare Schränke. Die lagern wir dann ein. Moment, Werkstatt. So. Die lagern wir dann einfach. Boah, es ruckelt wieder. Es tut mir echt leid. Es ist. Aber ich habe fast 40 FPS, also ich verstehe nicht, wieso es ruckelt. Es tut mir echt leid. Lagern, Tab, ja. Ach so, und da gab es eine Vermutung, es könnte daran liegen, eventuell, dass ich vielleicht verwundet bin. Das glaube ich jetzt nicht, dass es wegen dem kleinen bisschen Schaden an meinem Fuß ist. Das sieht mir nicht so aus. Ja, wir sind hier Mr. Handy Treibstoff, okay. Das ist doch unsere alte Bude, oder? Nee, ist es nicht, oder? Moment. Doch, das ist unsere alte Bude. Warum habe ich da den Treibstoff bisher übersehen? Interessant. Hier, das ist doch perfekt. Na, so, machen wir wieder an. Ich kann das nur verwerten. Oh, das ist aber echt schade. Die kann ich auch nur verwerten. Die ist doch tipptopp. Das Bett, okay, das sehe ich ein. Was ist das? Teppich. Boah, den könnte ich lagern wiederum. Einen schönen Teppich. Ist nur ein bisschen angefressen. Lagern. Aber das hier kann ich nur verwerten. Ich brauche aber funktionstüchtige Schränke. Lustigerweise könnte ich hier einige Sachen reinlagern. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Hier, da, das können wir lagern. Ein Schrank. Zack, den lagern wir ein. Aber das gefällt mir hier nicht. Ich bräuchte irgendwie mal was Größeres, Taugliches. Entschruckelt das. Ist ja unglaublich. Ich habe nochmal an den Grafikeinstellungen auch rumgespielt jetzt, also nachdem es ja bei der letzten Aufnahme schon nicht ganz so flüssig lief. Und haben wir hier ein Radio, das kann man lagern. Radio einlagern, ist klar. Ein Einkaufskorb einlagern, ich glaube es noch. Kühlschrank könnte man verwerten, darum geht es mir jetzt aber nicht. Moment, Tisch kann man den lagern wir auch, das ist schön. Stuhl. Ernsthaft lagern? Mal schauen, wenn ich den aufbaue, ob der dann wieder ganz ist. Lagern wir auch. Sessel lagern. Couch lagern. So. Höre doch unseren guten Cotsworth. Da ist er. Teppich lagern. Fast wie neu. Kann ich bei eBay verkaufen noch. So, was haben wir da? Hier, das kann man lagern. Gut. Weg. Verwerten. Mal schauen, was bei so einem Safe rauskommt. Stahl 2 nur. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, muss ich sagen. Und alles diese Kommoden. Gibt es denn keine anständigen Schränke? Lagern. Wasser. Essen haben wir übrigens immer noch viel zu wenig. Was ich relativ enttäuschend finde. Ich glaube, ich habe auch nichts weiter gefunden. Da können wir auch gleich nochmal schauen. Stühle. Lagern wir. Lagern wir. Bin echt gespannt, wenn die aufgebaut werden, ob die dann. Mal hier. Kaffeetisch. Ah. Haben die Leute hier keine Schränke besessen? Ah, der ist so kaputt, dass man nur noch verwerten kann. Den kann man einlagern. Oh, Moment. Habe ich da was übersehen?
Habe ich wohl was übersehen? Hier muss ich erst raus, um es zu nehmen. 28 Schuss? Ernsthaft? Nice. Warum auch nicht? Munitionskiste gibt immerhin zweimal Stahl. Holzkiste? Ja, okay. Komm, weg damit. Holzkiste. Schreibtisch. Den lagern wir. So, ich wollte eigentlich nur ein paar Schränke. Wie war das? Ein Schreibtischstuhl lagern wir auch ein. So, jetzt haben wir aber genug. Ein paar Schränke haben wir. Dann sind es halt jetzt nur Kommoden. Ich wollte eigentlich mal so hohe Schränke haben. Alles Kommoden hier. Eieiei. So. Dann machen wir Platz. Machen wir Platz, du. Tussi, Platz. Echt jetzt. Jag dir gleich eine Kugel in den Kopf. Ist das jetzt dein Ernst? Weg da. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ich hasse nichts mehr als blöde Tussen, die im Weg stehen und sich nicht fortbewegen. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Kann ich die eigentlich aus... Das schauen wir uns gerade mal an. Wenn ich ihr jetzt sage... was habe ich ein paar Mal? Ich habe viele Sachen ein paar Mal, nur... habe ich alles dem Hund schon gegeben. Da, wenn ich ihr jetzt einen Raider-Rüstungsarm, Bein und so weiter gebe, kann ich ihr das ausrüsten? Tatsache. Schau mal an, da kann ich hier die Leute ausrüsten. Das macht sicherlich auch Sinn. Impro-Pistole hat so und ein paar Schuss. Schraubenzieher, Schrotflinte, Schutzhelm. Okay, also ich kann ihr wirklich die Sachen geben. Und damit können wir auch unsere Siedler ausrüsten, was ich persönlich dann doch sehr geil finde. Gut. Was? Aber ich will da trotzdem rein. Geht doch. Oh Mann. Müssen wir halt mit der Tür ins Haus rein. Verfrachten. So, Betten, Stühle, Behälter, Regale, Tische. Ja, steht das jetzt unter Behälter oder unter Regale? Was haben wir denn da so? Behälter ist... Da, die Dinge haben wir doch aufgehoben. Ich sehe jetzt nicht ganz. Ach doch, da unten. Da unten, da sehen wir... Genau. Ich habe jetzt keine Maus, aber da unten bei der Auswahl, wo ich die Möbel auswähle, da sehen wir die Anzahl an Gegenständen, die wir scheinbar im Lager haben. Das finde ich nice. Wir haben eine von den großen Dingern hier. Komm, dann bauen wir das mal. Hier hin. Nicht ganz gut. Und dann machen wir noch ein zweites daneben. Das können wir uns leisten. Das kostet jetzt nur wirklich fast nichts. Interessant ist, dass das natürlich nicht symmetrisch geht. Ach, egal. Ach, verdammt. Ich will immer mit der linken Maustaste setzen. Fakt ist, damit dreht man. Das ist auch etwas, womit ich mich echt nicht anfreunden kann. So, kann man leider in den Einstellungen nicht ändern. Dann haben wir da schon mal zwei Kommoden. Stapeln kann man sie nicht. Machen wir hier von den kleinen, mache ich mal hier eins neben das Bett. Das finde ich eigentlich ganz okay so. So, setzen wir auch hin. So, dann haben wir 1, 2, 3 und jetzt habe ich hier noch zwei übrig. Dann setze ich die auch noch davor. Und dann sollten wir echt genug Stauraum haben. 1 und 2. Ich bin mal gespannt. Nein, nicht einlagern. Verdammt, ich will hier raus. So, dann bin ich mal gespannt. Also hier könnte man, weiß ich noch nicht, was reintun. Hier hätten wir vielleicht Waffen und Munition. Und hier könnten wir Klamotten reinlagern. So, schauen wir uns das mal an. Also gut, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich fange es einfach nur mal an und mache es im Offscreen fertig. Dass wir erstmal alles hier drin haben. Obwohl, nee, ich glaube. Wo ist denn mein Hundi?
Hundi, komm her. Aufgepasst. Du kommst jetzt mal hier. Hier drüben. Mach dich mal an der Tussi vorbei. Ey, die nervt. Yeah! Hundi kommt nicht durch. Ach, dann lassen wir's. Der hat nämlich auch noch so viele Sachen. Und ich komme wahrscheinlich wieder an ihr nicht. Du kannst helfen oder verschwinden. Hat die Klappe und steh nicht im Weg rum. Echt jetzt. Aufgepasst. Dumme Kuh, die geht mir sowieso schon die ganze Zeit auf den Sack. Handel. Und wir nehmen jetzt hier von ihm mal alles. Dürfte dann dezent überladen sein, aber das sortiere ich dann mal ein, beziehungsweise gehe es noch durch, was ich davon alles gebrauchen kann. Oh, nur minimal überladen. Und dann rüste ich nämlich auch die Siedler, die hier rumlaufen, jetzt alle mal mit ein bisschen Rüstung aus. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das mache ich jetzt wirklich mal im Offscreen. Das macht schon Sinn, denke ich mal. Dieses Einsortieren ist vermutlich nicht ganz so spannend. Aber wir werden in der nächsten Folge dann, vermute ich mal, ganz stark aufbrechen in Richtung Radarstation. Und dann auch in Richtung nächster Quest. Was ich auch noch untersuchen muss, ist, inwieweit ich ein paar Samen oder irgendwas zum Anbauen gefunden habe unterwegs. Wir haben ja so ein paar Pflanzen aufgesammelt, aber ich fürchte, da war nichts dabei, um hier Nahrung anzubauen. Das ist also noch schwer grenzwertig, unsere Siedlung. Nicht, dass da hier die Leute verhungern am Ende. Das ist schon schade. Also, das werden wir alles noch irgendwie untersuchen müssen. Und ja, Radarstation, neues Questgebiet, viel zu tun. Man weiß überhaupt bei dem Spiel nie, wo man anfangen soll, habe ich so das Gefühl. Da kann man sich irrsinnig schnell verrennen. Insofern müssen wir da ein bisschen aufpassen und gezielt vorgehen. Ich versuche das irgendwie hinzubekommen und hoffe, dass ihr mich dabei weiterhin begleitet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.